Hallo und herzlich willkommen zu unserem siebten Part und vielleicht sogar letzten zu unserer Playstation-Reihe von Resident Evil 4 Remake. Ja, wir sind ja kurz davor bei Krauser angehalten. Ich habe schon alles geholt. Wir können eigentlich direkt losgehen. Davon habe ich auch eine Menge. Ja, dann wollen wir es angehen. Und dann let's go. Und mal schauen, wie wir das hier rocken. I've been waiting for you, Rookie. Oh, worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge? You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. Ja, die erwähnen das sogar. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Most Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier! Hau da mit der TMP hier rein, ey. I have a choice. Naja, that's... What's wrong? Show no mercy! You're slow. And so goddamn weak. Jupp, weg ist er. You better hustle. Who knows what's become of the girl? Aber währenddessen das machen, das ist ein bisschen schwierig. Aber so 24 Schuss. Das ist schon was. Remember the fight in the jungle? We barely made it out alive. Go with your gut, don't think. That was the first thing you taught me. He's turned this place into one big trap. I can't fight him on his terms. Wie kommt er an mir herangeschlichen, Alter? Was nach? Was habe ich da eigentlich? Ja, an sich. Moment. Nein. Also. Ready to die. Wo? Ah.
know this shit. Was? Ja, ja, Bärenfalle, ja, ja. Weiß nicht, habe ich irgendwo was vergessen? Bisher nicht. Bisher bin ich noch aufmerksam. Ich habe auch genug Heilung dabei. I admit, you've done well to stay alive. I'd be dead if I kept listening to people like you. Which are you? I don't know. I guess I'll ask when I see you. Nee, ich hab da schon mir schon gedacht, dass ich da erstmal einfach durchgehe. Ja, ich will da jetzt nicht lange rummachen. Ja, ich werde das zuerst benutzen. Dann werde ich natürlich jetzt gleich die Waffe nutzen. Mal gucken. Ja. Kommt er oder kommt er nicht? This is it, Soldier! Oh, 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 oh. Shitty, shitty, shitty. Making mistakes. I'm not falling for your mind games. Scheiße, das habe ich verkackt. What the hell were you doing for 2 years? Was ich gemacht habe? Oh, das habe ich aber sträflich verkackt. Ja, okay, dann machen wir das so. Guess that he will never see eye to eye.
Okay, das war's. Are we done here, Krauser? I told you. Again and again. Gleich ist es vorbei, Leute. You're too soft to do what's necessary. Ja, viel That's besser ausgearbeitet, jedenfalls die Beziehung zwischen den beiden. Ja. Wieso nicht gleich so, ne? Aber hey. Time to finish your training. Witness the power. Vorsichtshalber. Man weiß nie. You've lost it completely, Krauser. So that's your true power? Oh, I'd ask for a refund. What do you get out of this? From becoming one of these freaks? Soldiers are pawns! Okay, this is money. Ooh. Tools to be discarded once they're past their use. I will use this power to break that cycle. Nee, da komme ich doch her. Oh, wow. Ach nee, da muss ich lang. Ja, genau. Wow, what? Nochmal, yes. Aber ich habe schon rotes Kraut, Leute. So, nochmal. Again, rotes Kraut. Aber wovon wir nie genug haben werden, ist das. Okay. Lesson starts right now. No. Time for the teacher to be taught. Oh, such confidence. Bring it, rookie! Are you... Tschüss! Dame, das gute Messer. Das ist wirklich gut.
Weil ich jetzt nicht mit dem weiteren Schwierigkeitsgrad, aber. Das hätte eigentlich der Endkampf sein sollen, meiner Meinung nach. Weil das ist sehr. Das bedeutet. Das ist was sehr Bedeutendes für dir. Sadler. Naja. Bitte sehen. So viel Schaden genommen? Naja, ich muss erstmal noch mal gucken. Hier gibt es ja noch Items. Ja, ich werde ja so oder so gleich geheilt. Die Location ist auch ganz anders. Man das gut oder schlecht finden kann, ist was anderes. Wenn ja der Kampf ist auch. Die Fläche hier ist auch. Deutlich anders, oder? Ah, hab ich das übersehen? Naja, okay, ich hatte keine Zeit jetzt, meine Güte. Ne, also. Wir wollen jetzt hier nicht übertreiben. Ah, ich glaube, ich krieg sowieso gleich volle Heilung daher. Ja, wir war, wie gesagt, das war jetzt der eine Bossfight. Ah, wir haben tatsächlich. Ah ja, die Figur haben wir ja geholt, genau. 1:09 habe ich so lange gebraucht. Für den Kapitel. Ja, okay, der Krauser-Kampf ist jetzt deutlich kürzer. 2 Tode, das ist neu. Ja, irgendwo bin ich ganz oft gestorben. Irgendwo bin ich ganz, ganz oft gestorben. 31 Schaden. Oh, okay. Jo. So. Jetzt kommt der schlimmste Kapitel im ganzen Spiel, Leute. Kapitel 15. Oh boy, oh boy. Ob wir das, ob wir da glimpflich vorbeikommen, das ist eine ganz, das wird eine ganz andere Nummer hier sein. Wir erstmal vorbei sind an der ganzen Scheiße. Also das ist natürlich wirklich jetzt. Ich würde nicht sagen direkt Spielzeitsteckung, aber holy moly, das ist schon echt extrem. Also die Arena hätten sie sich sparen können, finde ich. Also das ist schon echt mega. The defense are no joke. The defense are no joke, ja. Du sagst sowas. Da müssen wir hin. That's gotta be their sanctuary. Ashley! Okay. Uff. Ja. Gun rhymes with fun for a reason, stranger. For a reason. Welcome. Ich geb dir gleich Wilden. What can I do you for? Okay,
Ja, das bionische Zielfernrohr behalte ich nochmal. A deal well struck. Crossing your T's, dotting your I's, that's the way to be. Hier ist ja alles cheeky. Die behalte ich. Ich überlege gerade. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Ja, ich werde das hier noch nicht machen. Also irgendein Update hier geben. Anything else I can help you with? Spinates habe ich auch keine mehr. Don't get yourself killed now. Obwohl, whoa. Welcome. Better to be over-prepared, am I right? Got a selection of good things on sale. Pleasant travel. Bum, bum, bum. Ja. Dass wir das vorsichtshalber mal haben. Ah, er behält die Energie vom letzten. Ah. Machen wir das so. Badam. Okay. Okay, dann wollen wir mal. Hals und Beinbruch, Leute. Hals und Beinbruch. Oh, fuck you. What was that? Du kommst viel zu spät, Mike. Viel zu spät. Ja. Sehr schön. Wie kannst du noch leben, Mann? Alter. Okay. Erstmal gucken. Weil ich nehme natürlich alles mit, was ich kriege. Geld. Ah, die Kiste. Geld ist wichtig, Geld ist gut. Ja, das gibt. Ja, also beziehungsweise die Tones gibt es. Na los, Mike! Sehr schön.
ich lasse die Bike erstmal kommen. Ich lasse sie erstmal zu Mike kommen. Ja. Da ist er. Okay, dann wollen wir mal. Wow, wow, wow. Mach dir mal den kaputt, Mann. Oh, da ist noch mal Schätzelein. Ah, kannst du dich bitte treffen? Oh man. You're serious. You need a break already. Sehr schön. Oh. Kann ich ja jetzt mal endlich klar gemütlich lang. Ich glaube, hier war es lang. Hier geht's lang mal nicht. Oh, Magnum-Munition. Wow. Herstellen. Jo. Ich hab noch lieber Magnum-Munition, ne? So. Oh, Entschuldigung. Vielleicht geht der ganze Scheiß los, aber... Oh, fuck! Yeah.
Job, Granate, mach mir nichts aus, ey, Alter. Give me a break already. Wow, 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 wow. Na los, komm her. You're serious. Da leider unten ran. Das war jetzt einfach nur ein anderer Weg. Beziehungsweise andersrum. So, was habe ich hier? Gewehrmunition ist immer gut. Nicht. Jetzt geht der Scheiß los. Okay, here we go. Echt jetzt? Oh, ich habe mal mein Leben nicht geachtet.
Ja. Ach, das war schlecht. Oh, ich starte hier. Oh, scheiße. Ja, lass mir Zeit. Du willst nicht gleich bremsen, ne? Boah, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wahnsinnig konzentriert hier. Deswegen rede ich nicht so viel. Ja. Ey, so viel Geld. Eigentlich geht es nur schlecht darum, dass ich zwei Hebel hier mache. Jetzt kommen irgendwo nochmal zwei. Klar. Ja, das wird gleich noch ein bisschen schlimmer, Leute, aber ich habe da so eine Idee. Ich glaube, ich habe hier alles. Geld. Ja. Gut. Okay, let's go. Kann dies leider nicht
ganz gut überspringen, außer das mit der Tower zu fällen. Okay, Mike. That was nice. Thanks. Sogar Mike mal kein Gesicht gegeben, schade. Ah, diese Mofos. Okay, das Bild haben die geil gemacht, aber Saddler. I'll make sure you're the next to go, Saddler. Manos, komm, komm, komm. Da, die zerschieße ich nicht. Das ist mir noch ein bisschen too much. Okay. Oh. Stimmt, hier gab es noch eine Challenge, die ich machen könnte. Ich glaube, die mache ich auch. Aber der Merchant, der kommt nochmal. Das weiß ich. Ja, aber wir haben fast 15 geschafft. Aber auch leider nur fast. Weil da gibt es noch eine Passage, die ist. Die ist leider nicht so geil. Ah. Ah. Ach so, ja. Ja, ja. Hi. Und die anderen zwei, die waren unten. Oh, ich habe da noch was liegen lassen. Gunpowder. Jawohl, jawohl. Gut. Ja, dann machen wir mal runter. Das ist eigentlich so ein Traum. Den gehst du eigentlich nicht. Gehst du eigentlich nur, um dieses Schätzchen einzuholen? Schönes Zepter. Auch mal ordentlich Money, ne? Besetzen kannst du es nicht. Ja, ich kann das alles verkaufen. Nur Louis Schlüssel noch nicht. Ja, ein bisschen Lore. Damit man weiß, haha, haha. So, wo ist er? Ach so. This shit. Come on. Yeah, ich brauch doch keinen Sniper. War die andere? Die war da irgendwo, ne? Huh? Ah, there is. Come on. Hey.
Hä? Okay, man sieht dann ja halt, wie präzise der Shit ist. Aber man muss es ja von dort aus machen. Ey, das war jetzt ein bisschen... Das war ein bisschen fummelig. Das muss ich zugeben. Das war fummelig. Ja, hab ich auch alles mit dir. Halt, um Money, Money, Money zu holen. Money, Money, Money. Also eigentlich ist das machbar, wenn man ganz ruhig diese ganzen Viecher hier, die ganzen Bags hier ausweicht. Ah, ich krieg doch jetzt nichts mehr, oder? Wenn da jetzt was kommen würde, was ich jetzt nicht denke, dann... Aua. Also der Hinweg, der müsste sehr ruhig sein. Da weiß ich, da ist nichts. Ja, und das war das. Ja. Puh. Okay, das war gut geregelt. I see you took care of a request. Natürlich. Well done. I knew I could count on you. Wilder, what can I do you for? Geld. Geld will ich. An interesting choice. Oh, I mean it in a good way. You can't go wrong with that. Da, da. Your valuables won't do you much good. Kriege ich da noch mal was? Ich glaube nicht. Da. Einfach verkaufen. Ja, okay, das bionische Zielfeld, oh, das hat mir geholfen da in dem Moment. Stranger! Ooh, I'll pay a pretty penny for that. Good luck to you, Stranger. Ich könnte jetzt eins von den Zielen hier machen.
molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty. Anything else I can help you with? Habe ich schon gebrochen. What you see is what I've got. Du hast you get some bang for your buck. I guarantee. Ach, hat einmal. Hat das nur einmal oder what? Well, then, pleasant travels. Ach, dies habe ich noch. Welcome. Dies habe ich noch. Well, well. I can certainly do something. Come back anytime. Was kann ich herstellen? Gewehrmunition. Ja, Flintmunition, ja. Okay, dann wollen wir mal schauen, ne? Ob wir das schaffen? Denn jetzt kommt eine Stelle, die ist not so much cool. Almost there. Ashley, I'm coming. Oh, fuck. Komm schon. Nee, das war nicht genau das, was ich wollte. Oh nee, nicht so laden. Das wollte ich skippen. Ah, es ist doch bescheuert. Naja, eigentlich ist mir die Statistik ein bisschen egal, aber. Doch. Okay. Almost there. Ashley, I'm coming. Oh, das war. That's not good. Ich glaube, da stand ich auch wieder falsch. Das stand ich auch, glaube ich, wieder falsch. Yo. Oh, das ist schwierig. Außerdem, Junge. Welcome. Ooh, what you buying? Good luck to you, stranger. Pleasant travels. Damit ich das nicht jedes Mal machen muss. Wir haben sowieso. Almost there. Ashley, I'm coming. Oh shit. Irgendwie geht das. Aber nicht so. Nicht so, meine lieben Freunde. Oh, okay, Leute.
Almost there. Ashley. Die Kämpfe, die will ich gar nicht machen. Das ist Ressourcenverschwendung. Komm. Ah, Scheiße. Ich war durch, glaube ich, aber ich glaube, ich muss da in die Ecke. Ich glaube, ich muss da ein bisschen mehr in die Ecke, damit ich das hinbekomme. Almost there. Ashley, I'm coming. Ich glaube, ich gehe auch immer den falschen Weg. Aber da muss ich doch am Rand. Ach Mann. Aber ich gehe jetzt mal außen rum. Vielleicht triggere ich die anders. Für eine Sache sind diese Insektendinger gut. Nee, dann verliere ich ja noch mehr Energie. Dann verliere ich ja noch mehr Energie. Oh, hat ihn zerballert. Ja! Ja! Fuck you all! Oh. Ja, nochmal zum Abschied. Nochmal zum Abschied. Ey. Leck mich fett, Alter. Also die Versuche, das ist echt schwer. Oh. Ey, aber I take it. I take it, Mann. Ashley! Ashley! Ah ja. Come, my child. What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Sadler! Ah, yes, the time has come for this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be done. Ah, Ada. Leon! Go!
Ja, ich finde es. Okay, der Moment ist. Sagen wir mal, relativ. Okay. The hell? Ja, wie gesagt, hinten heraus. Ja. Mach den Weg noch weiter. Ich bin so froh, dass sie hier nicht irgendeinen Scheiß noch eingebaut haben. Oh, das wäre echt pain in the ass. God damn it. Los, get up, Leon. Das muss er. You go first. No way. Like I told you, I'm gonna get you home safe. Jo. Da darf man auch mal ruhig ein kurzes Nickerchen machen. Hey, vorletztes Kapitel, beziehungsweise, ja, fast Finale. 35 Minuten ist gar nicht mal so eine schlechte Zeit. 96 getötete Gegner, ja. Da habe ich die Figur gefunden? Holy. Ein Tod, ja okay, den habe ich akzeptiert. Ja, an sich wenig Schaden noch angenommen. Es ging. Wir haben das schon gar nicht mal so übel gemacht. Alles klar. Okay,
Let's fucking go! Finale! Leute! I don't believe us, aber es ist die letzte Part, Leute. I thought you were gonna die. Okay. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? The map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. So, all of this, removing the parasites, this was the Leafs. Yeah, we're alive. Thanks to him. Ja, und das ist eigentlich das Wichtigste schon, dass man sieht, dass Louis hier im European Raccoon Umbrella Team war. Ja, also an sich auch eine ganz gute Story, wie sie Louis hier bekommen haben, also charakterisiert haben. Ist hier noch was? Someone had a field day looting the Umbrella Labs. Na denn. Alles da, okay. Ja. Bleib mal. Look, I bet we could use that. Bleib mal ruhig. Gibt bestimmt noch was. No? Ja, aber das war wieder der Weg umsonst. Eigentlich wollte ich mir das merken, aber. Naja. Sorry. Like I said, we're a team. You're getting good at that. Right? Sure you're okay. Never been better. Good. Ja, ich habe halt die Timpsons geschafft. Mit dem Skip. Ehrlich, mir ging es wirklich nie besser. Ich habe das in meinem ersten Tape, wo habe ich das natürlich, habe ich komplett die Kämpfe mitgemacht. Komplett alle. Das war, ja, das war tough. Da bin ich sehr aufgestorben. Da bin ich sehr aufgestorben. That woman who helped us. Do you think she's all right? Kurze Pause. Okay, dann wollen wir. Oh, I'm sure she's fine. She's not the type to roll over that easy. Sounds like you know her well. Oh. Nicht so gut wie alle denken. Come on. You can do this. Na? Na? Sehr schön. Ich warte noch. Dann mache ich mir noch mehr Magnum-Munition. Aber puh, sorry nochmal für Alter. Ja.
quickly. Das ist doch nicht wahr. Die kommen ja noch hinterher? Okay, warte, Saphir. Habe ich nochmal die Chance? Hm, ich hab's verkauft. Aber das war sowieso ein Runder, kein eckiger. Also daher... Ja. Muss ich mich heilen? Weiß ich nicht. So, das wird jetzt die Question of the Question. Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Ah, ich hab doch gesagt. Ich hab's doch gewusst. Nochmal. Badum, badum. Wo bist du? Da bist du. Was ich jetzt will, ist auf meinen Koffer anpassen. Ich will jetzt das 20% günstiger. Habe ich jetzt auch alles hier? Ja, ne? Welcome! Got a selection of good things on sale, stranger. Thank you. Ja. Why not try your hand? Not my place to say, really, but sometimes things are more interesting if you keep a level playing. Ich muss nichts verkaufen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber man vergünstigt auch die unendliche Rakete, wenn man 1,6 Millionen. That cash in your pocket or your life. Oh, easy. Better to be overprepared. Okay. Am I right? Whoa. Give that the care it deserves, mate. Crossing your T's, dotting your I's, that's the way to be. Fünffacher. Well, we've given this one all we have. Gut, dann habe ich die schon mal verbessert. Okay, dann muss ich nichts verkaufen. Will that be all then? Might want to take care of any leftover errands before going this way. Be ashamed to live the rest of your life wondering, what if? Am I right? Nee, ich hab quasi alles schon erledigt. Okay, meine Damen und Herren, dann packen wir den Scheiß an. Weil die erste Phase, die will ich nicht machen. Die will ich einfach nicht machen. Leon, look! Is that... Who? Sexy Ada. Ada. Thinks he's gonna lure me out. Stay here. It won't be long. It won't be long. Irgendwo hat er recht. Endlich mal eine Stelle, wo einfach ruhig ist. Ada! Dass die so hardcore gelandet ist, sonst hätte ich... Das ist schon ein bisschen heavy, finde ich.
wieder Ada. Sadler! Vom Design her, der ist schlecht. Vorbei? Wie kann man nur, Junge? Ich hätte auch mal lernen müssen, ich bin ja nicht gestorben. Oh, das war ja. Oh. Leon! Stay here. Na los, komm, lande, weil. Oh, das war aber haarscharf, ey. Hab ich gleich vorbeigeballert. Hab ich echt gleich vorbeigeballert, du. Mann. Aber hat ja nicht lange gedauert. Erstmal. Finally, the look that suits you, Sadler. A monster in and out. Still, I need to cut this date short. It's not me. It's you. Mann, das hat aber gedauert. Hätte ich den jetzt auch verschossen, hätte ich ja auch echt gesagt, Mann! Was ist mit dem? I'll give you a holy body. Das sollte ja wahrscheinlich ein Stab drin sein. Ada, what the hell are you doing? Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Right here. You coming? I think we both know this. This is where we go our separate ways. Tja. Wollen wir gucken. I see. Better get a move on.
cute. Cute. Until next time, Leon. Ja, da bin ich mal gespannt. Leon! Where is she going? Who knows? I don't understand. Why would she just... Gotta move. Island's gonna blow. It's gonna what? Yeah. It's gonna what? Okay, let's get out of here. So, falls mir was passiert, I don't know. Ja? I don't know. Einfach so. Falls mir irgendwas Dummes passiert. Now we can go home. We're not out of here yet. Das stimmt. Ja, selbst die Ratten hauen ab. Da weißt du, oh, alle verlassen das nicht so schön. Das wäre ja noch mal was, ne? Alter, selbst... Ich hab ja Zeit, ne? Alter, selbst die ganzen Las Plagas-Dinger hier noch. Wow, wow, wow. Okay. Achso, es gibt noch einen Tipp, wenn man hier... Oh, Alter. Wenn man hier Aktion drückt, dass Ashley heftigst einer abgeht. Ja, das sowas zum Beispiel, ja, dass mir sowas Dummes passiert. Also die schlimmste Situation, Ashley geht einer ab. Oh fuck. Und wir haben es geschafft, Leute. Woo-hoo-hoo. Mission accomplished, right? Mission accomplished. And you're home safe. Thank you for saving me. Don't mention it. You know, I could put in a word with my dad. Have you assigned to my detail, if you're interested. You don't need me. You proved you could handle yourself. Even if you could use a lesson in knife safety. Come on. Let's go home. Yep, ab in den Sonnenuntergang. Condor One,
Bruce DeCondra 1, do you read me? Come in. I said come in. Is this thing even on? Leon. Leon, are you and Ashley all right? Yeah. Where are you? Seems come she. On. Ja, meine Damen und Herren, da haben wir es geschafft. Auch tolle End-Credit-Scene-Animation. Also ich muss sagen, persönlich, mir gefällt, die Burg ist okay. Ist nicht so ganz schlimm, muss man sagen. Das Dorf ist echt geil gemacht. Die Insel ist weiterhin beschissen. Also... da kann man echt nichts zu sagen. Ich meine, gut, dass man solche Skips gefunden hat. Ihr habt ja gesehen, meine Versuche, wie ich versucht habe, diese zwei Arealen möglichst zu skippen, was ging, und zum Beispiel diese Torrent-Sequenz zu verkürzen. Aber diese Stellen, dieser Kapitel 15 ist einfach grauenhaft. Einfach grauenhaft. Aber wenn man das schafft, wenn man das überlebt, dann geht es. Also, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, in Kapitel 15, also beziehungsweise da, wo du die zwei Hebel da machen musst mit den Türen, dass das viel schlimmer. Bin ich auch sau oft gestorben. Ansonsten, ja, zum Ende hin wird das Spiel ein bisschen schwächer. Aber man findet ja Mittel und Wege, wie man das Spiel sich einfacher handeln lässt. Mal gucken, wann ich vielleicht die unendliche Rocket Launcher mir besorgen werde. Aber ansonsten gefällt mir dieses Spiel sehr, sehr gut. Macht mega Spaß. Also die Story finde ich auch ziemlich gut geschrieben für Resident Evil Verhältnisse. Also das kann man kann sagen, es ist, was Story angeht, viel, ja, viel nahrhafter erzählt als das Original. Das ist ja das, was Mikami bemängelt hat. Ne? Bei sich selbst. Er hat ja auch nur 2 Wochen gehabt, ne? Um die Story zu schreiben. Weil der Loremeister von Resident Evil weggestorben ist. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Patch me through. I've obtained the amber. Excellent. Seine Stimme ist. Just one question. What are you planning to do with this? Neu. I do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course now. Das ist jetzt nämlich etwas, was ein bisschen der Lauf der Geschichte ändern könnte. Aber die Frage stellt sich jetzt durch dieses Ende. Man hat jetzt Wesker präsentiert, einem Publikum, die vielleicht Resident Evil 4 jetzt hier mit dem Remake zum ersten Mal spielen und gar nicht wissen, who the hell is Wesker, ja? Weil wir haben ja kein aktuelles 1er Remake gehabt, sondern leider, sondern nur das perfekte GameCube Remake vom Teil 1er. Und ich würde das ein bisschen für problematisch halten, wenn einfach so ein Resident Evil 5 kommt und quasi gesehen Chris Redfield auf den Plan tritt, der gar nicht auch präsentiert wurde. Und halt dieser Konflikt mit
ja, dass Chris Jill verliert und dass Chris halt in Afrika ist und halt diese endgültige Konfrontation zwischen Chris und Wesker passiert halt. Ja. Ich weiß nicht, ob man dann Sheva Alomar dazu bringt, die BSAA nochmal beleuchtet. Man könnte eigentlich jetzt nach diesem Teil, man könnte jetzt in Resident Evil 1 nochmal ein neues Remake erwarten, oder weiß ich nicht, Code Veronica wegen Wesker oder Zero könnte man jetzt auch anfangen, um sich eine eigene Timeline, also die Remake-Timeline zu machen, weil das wäre für viele Leute einfach von den Kopf stoßen, ne? Finde ich, weil who the fuck is Wesker, ja? Ja, weil die geben sich ja so viel Mühe, die Charaktere besser auszuarbeiten und dann hast du auf einmal Wesker. Ja klar, Wesker ist böse, Wesker ist... Ja, Wesker. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine interessante Wendung. Wie man da sieht, Ada fliegt irgendwo anders hin. Vielleicht, guck mal gucken, was da vielleicht noch kommt. In der PS2-Version, beziehungsweise in späteren Versionen, gab es ja nochmal Assignment Ada oder später Assignment Ada, glaube ich, war noch ein Modus. Und Separate Ways, deswegen dieses Wortspiel, wo man Ada gespielt hat und man gesehen hat, was wie Ada alles schon für Leon zurechtgelegt hat, wie Ada schon, wie Ada halt die Glocke angeschossen hat, damit Leon da fein raus ist und so. Und so weiter und so fort. Und Ada war halt da, damit sie alles klar. Ne? Sie hat sich halt. Man kann sagen, das ist eine interessante. Ja. Kann man sagen, so Interest, Love Interest Story. Die beiden haben ja was füreinander, aber auch nicht ganz. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass Capcom vielleicht jetzt nach dem Remake, ja, jetzt nach dem Remake wird natürlich ein Hauptteil kommen, würde ich sagen, also erstmal Teil 9. Und ich würde es begrüßen, wenn sie mit Resident Evil Zero anfangen oder Zero und 1 zu einem Spiel machen, das groß genug ist, ein bisschen abändern halt und halt Rebecca und dann dem Häftling nochmal ein bisschen mehr Charakter geben, dass man den vielleicht im späteren Teil zusammenbringt, dass man Chris aufbaut, dass man Wesker aufbaut, dass man Barry nochmal reinbringt, ja, dieser ganze Dings, dass man erfährt halt, was. Man könnte halt die Bücher zu sich nehmen, weil die Bücher, die sind ja nicht Lore, die sind ja keine feste Lore, aber das erste Buch zum Beispiel, was damals in den 90ern rauskam von Dino, das beschreibt zum Beispiel, was Wesker währenddessen macht, weil Jill und Chris, Jill oder Chris, beziehungsweise Jana die ganze Zeit machen und was Wesker die ganze Zeit im Hintergrund macht. Und Code Veronica, da ist halt Wesker auch da zurückgekommen. Also man könnte durch diese Remake-Timeline, könnte man das jetzt tatsächlich die Chance ergreifen und nochmal Wesker kurz aufzubauen, weil ja, who the fuck ist es? Ja? Mal gucken, ob es noch später dieses Jahr noch DLCs gibt für Resident Evil 4 Remake. Wer viele Leute würden sich das wünschen, dass nochmal ein DLC-Kampagne zu Ada kommt. Wäre nicht schlecht, wäre cool. Hätte Spaß dran mit dem Gameplay. Und da könnte man zum Beispiel jetzt auch U3, der hier zum Beispiel im Hauptspiel nicht drin ist, dort verbauen oder andere Sachen machen. Man hätte, also wie gesagt, das Geld liegt auf dem Boden bei Capcom, die können alles machen. Und es ist definitiv eines der Spiele, die definitiv bei den meisten in der Top 5 der besten Spiele des Jahres 2021 landen wird, weil ja, fantastisch, es ist fantastisch gemacht, Gameplay macht Spaß, ich finde es cool, dass es solche, wie gesagt, Gameplay-Skips gibt, die man durch die Mechaniken des Spiels benutzt, um weiterzukommen. Nicht um irgendwelche Cheats zu machen. Klar, es gibt schon manche Glitches, aber so bin ich nicht drauf.
Mal gucken, ob ich dann, wie gesagt, das will ich jetzt privat für mich spielen, mal gucken, ob ich das dann privat für mich mal versuche, S-Rang zu machen hier mit den Sachen, die ich weiß, mit den Sachen, die ich sehr schnell machen kann. S-Plus, glaube ich, bin ich nicht so gut drin, aber mal gucken. Und dann vielleicht laufe ich irgendwann mit der unendlichen Rocket Launcher durch die Gegend und dann können mich alle mal. Und ja, der Mercenary-Modus, den gibt's auch. Der ist ja schon seit einiger Zeit draußen und den habe ich mal kurz angespielt und er macht Spaß, aber ich bin eigentlich nicht der Typ immer gewesen, der gerne diesen Mercenary-Modus gespielt hat. Vielleicht mal irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, aber ich bin eher so der Kampagnenmensch, was Resident Evil angeht. Aber ich finde es schön, dass ich das habe. Also vielleicht gucken, gebe ich dem mal einen Shot. Also bleib ich mal rein und dann soll man ja die Hand Cannon ja leicht freischalten können. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, meine Damen und Herren, ich würde sagen, ja, das wär's mit der PlayStation-Reihe zu Resident Evil 4 Remake. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir. Und jetzt kommt sogar nochmal Honey. Excellent job. Ja. So sah am Anfang nicht mein Ranking aus. Das war, das ist neu. Ah, man kriegt sogar was von den A-Wahlen. 1500. Ah, viereckige Gläser. Aha. Aha. So, 11 Minuten für Kapitel 16. Holy moly. 7 Schaden erlitten. Ja. Ja, aber dass ich da gleich beim ersten Mal vorbeigeschossen habe. Aber hey. Ja, wenn sie die Speicherdaten eines abgeschossen kriegen. Ja, okay, jetzt, ja. New Game Plus. Jo. Dritter Spieldurchlauf. Let's go. Alles klar. Dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Resident Evil Zeug bzw. Playstage gefällt, hinterlasst auch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, ich bin DK. Das ist Game Stage 5. Ja. Es werden jetzt nochmal nach diesen Videos 2 Fight Nights zu Street Fighter, einmal Street Fighter 4 und einmal Street Fighter 5 folgen. Und dann melden wir uns wieder mit dem Launch-Stream zu Street Fighter 6. Und dann werden wir ganz schön Street Fighter 6 einmal kredenzen. Ja, aber ja, ich meine, es kommt darauf an, wann ihr das guckt. Dann ist es irrelevant, dann wünsche ich euch nochmal viel Spaß mit meinem anderen Kram. Und ja, ich würde sagen, reingehauen und noch den Daumen.